herzlich willkommen hier auf dem Account von Idee Kreativmarkt. Wir warten mal eben noch auf die ersten Zuschauer, bevor es so richtig losgeht. Oh, das geht schon richtig gut los. Hallo zusammen, mein Name ist Melanie Robinet. Hier auf Instagram kennen mich die meisten als Fräulein Süßholz. Ich habe einen kreativen Account für Lettering und Aquarell. Und ich befinde mich heute hier bei Tombow, und zwar bei Frankfurt. Und Idee Kreativmarkt sind mit mir hier zusammen. Und über diesen Account möchten wir euch heute etwas ganz Besonderes vorstellen. In den letzten Tagen haben es ja auch einige schon vielleicht gesehen. Es gibt etwas ganz, ganz Neues. Und dieses Neue darf ich jetzt endlich auch benennen. Wer mir in meinen Stories in den letzten Tagen gefolgt ist, hat gesehen, ich konnte dies noch nicht tun, aber heute, denn es gibt neue Farben von Tombow. Die ABTs gibt es in zwei verschiedenen Sets. Und das Besondere für mich auch an diesen Sets sind, dass ich die mitgestalten durfte. Das heißt, das Design von jedem Set trägt meine Illustrationen. Und ich möchte euch heute diese neuen Farben vorstellen, sie euch zeigen, wie sie sich auf dem Papier verhalten und auch ganz gerne mit euch ein kleines Aquarell schaffen mit einem Mini-Lettering. Und vielleicht macht der ein oder andere von euch mit, darüber würde ich mich sehr freuen. Diese neuen Farbsets könnt ihr bei Idee im Online-Shop bekommen und vielleicht haben das auch schon einige von euch gesehen. Das Besondere ist, dass ihr heute und morgen jedes Set für 19,99 € shoppen könnt, anstatt für die üblichen 23,99 €. Das heißt, es gibt jetzt zwei Sets mit jeweils 6 neuen Farben und das zeige ich euch jetzt gleich. Das heißt, ich werde jetzt aufstehen und die Kamera drehen und hoffen, dass nichts verwackelt. So, jetzt geht's los. Ihr seht mich hier gerade schon stehen. Jetzt muss ich einfach dieses Knöpfchen drehen. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die gerne jederzeit stellen. Ich versuche alles zu beantworten. So, fast geschafft. Das ist immer so ein bisschen tricky mit dem Festdrehen. Einigermaßen. Ja, okay, ich kriege einen Daumen hoch. Wenn ihr was nicht sehen könnt, dann meldet euch bitte. Dann versuche ich das dementsprechend einzurichten. Jetzt seht ihr hier beide Sets und ich packe mit euch mal aus. Wir haben richtig schöne leuchtende Farben. Das eine Set, das was ich gerade öffne, ist das Candy Color Set. Und ihr könnt schon ganz gut erkennen, ich habe hier einen Lutscher, Donuts, Macarons, Cupcakes sind da, kleine Baisers, ein Bonchen. Also das sind richtig leuchtende Farben, mit denen ihr wirklich ja, was Knalliges auf dem Papier zaubern könnt. Ich hole die auch schon mal alle raus und lege mir die hier schon mal bereit. Also es ist der ganz normale ABT, den ja viele von euch sicherlich auch schon kennen. Das Besondere an diesem Stift ist eben, er hat zwei Stiftseiten. Einmal, wenn ihr die große Kappe öffnet, hat er diese wunderbare Brushspitze, die sich nicht nur fürs Lettering eignet, sondern eben auch für Illustrationen. Und auf der Rückseite haben wir eine normale Filzstiftspitze, die auch nochmal nett ist für Outlines, für Highlights, kleine Tupfer im Aquarell. Also damit kann man nochmal ein paar ganz schöne Sachen zaubern. Das zweite Set, das ist das Vintage Set. Und dieses Vintage Set habe ich vorne mit Illustrationen von Federn, einer Kamera, einer Taschenuhr, einer Schreibmaschine versehen. Also alles, was euch einfällt zum Thema Vintage, ist mit diesem Set wunderbar in Szene zu setzen. Und sicherlich fallen euch noch viele, viele andere Dinge ein, was man damit so schönes illustrieren oder auch lettern kann. Auch das öffne ich jetzt für euch. Und was wir jetzt als allererstes machen, ist natürlich der Härtetest. Ich möchte euch jede Farbe einmal einzeln vorstellen, sodass ihr euch die gut angucken könnt. Ich lege mir die jetzt hier oben so hin. Also das Candy Color Set haben wir hier.
Und das Vintage Set ist hier. Und dann fangen wir doch einfach mal mit der ersten Farbe an. Sie sieht vielleicht gar nicht so spektakulär aus. Und ich hoffe, ihr könnt das über die Kamera sehen. Sie hat so einen leichten Cremeton. Und viele fragen sich vielleicht jetzt, was macht man wohl mit so einem kleinen Cremeton? Ich zeige euch den mal jetzt auf Papier. Was ich übrigens habe hier, ist das Bristol Illustration Paper. Nur einmal ganz kurz für euch, damit ihr wisst, worauf ich gerade arbeite. Und ich mache jetzt hier mal eben erstmal ein Farbfeld für euch auf. Also ich hoffe, das kommt rüber. Ich hebe es sonst auch noch mal eben an für die Kamera und das Licht. Es ist so ein wirklich cremiger Ton, der sich für, wenn wir bei Candy natürlich bleiben, beim Thema Torten sehr gut eignet. Also Kuchenteig ist sehr beliebt in dieser Farbe darzustellen. Aber was ich auch schon bereits festgestellt habe, es ist auch ein sehr schöner hautfarbener Ton, der sich also auch für Porträts sehr gut eignet. Dann haben wir hier einen grünen Ton. Sieht vielleicht noch gar nicht so nach grün aus, aber wenn ich die Spitze, also die Kappe einmal öffne und ihr vielleicht die Spitze seht, seht ihr, es leuchtet schon richtig Neon. Das ist ein wundervoller Grünton, der richtig leuchtet. Also ich sagte ja schon, diese Candyfarben, die leuchten ungemein. Und ich glaube, das wird auch gerade schon über die Kamera sehr deutlich. Hier kommt ein rosa-pink-Ton, der, wenn man ihn aufmacht, richtig Neon ist. Da hat man schon fast das Gefühl, es ist Neon-Orange. Lasst euch davon nicht täuschen. Auch hier, der sitzt richtig satt auf dem Papier. Ich zeige euch das nochmal hier über die Kamera. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe und eignet sich für zum Beispiel Zuckerwatte sehr gut. Jetzt kommen wir mal zu den Blautönen. Die sehen vielleicht vor allem dieser helle Ton wieder gar nicht so unspektakulär aus, aber tatsächlich gehört diese Farbe mit zu einem meiner Liebsten, denn das ist so ein Light Mint Ton. Und Light Mint ist wirklich ziemlich selten zu finden und sieht auch noch, wenn man mit Wasser später weiterarbeitet, wirklich sehr, sehr schön aus. Also der behält wirklich so einen leichten Mint Touch. Dann haben wir hier noch ein etwas dunkleres Blau. Das geht Richtung Türkis, leuchtet auch schön und erinnert, finde ich, ja auch so ein bisschen an das Meer. Und zu guter Letzt aus dem Candy Set nochmal ein Blauton, der jetzt tatsächlich, zeige ich auch nochmal sonst die Spitze, schön hell wie das Meer oder auch ein wunderbarer Sommertag am Himmel aussieht. Also ein wirklich schönes Farbset. Das ist Candy oder das Candy Set. Also ich kann ja hier noch eben das dazu schreiben. Einmal Candy. Und auf dieser Seite jetzt kommt Vintage dazu. Wir fangen wieder unten an. Wir bleiben nochmal bei den Blautönen. Das sieht jetzt von der Kappenfarbe vielleicht diesem hier sehr ähnlich. Darum setze ich das mal da direkt im Vergleich dazu. Es ist sehr viel dunkler. Schaut mal, ich hoffe, ihr könnt den Unterschied gut sehen hier beim Licht. Also ein dunklerer Ton, aber auch noch in diesem ja, Meeresblau, Türkisblau. Und dann haben wir hier den nächsten Blauton. Der wird jetzt nochmal auch wieder etwas kräftiger. Da haben wir so einen wirklichen Grüntouch auch mit drin. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Vielleicht seht ihr gerade auch nur, dass es fast wie schwarz aussieht. Aber hier ist so ein, wirklich so ein schöner Grüntouch drin. Dann kommen wir zu einer, finde ich, Highlight-Farbe im Vintage-Set. Diese hier. Diese Farbe entlockt so ein bisschen ihr Geheimnis erst, wenn Wasser ins Spiel kommt. Das machen wir gleich auch nochmal. Es ist ein Blauton, ein ganz dunkler Blauton, der richtig so nachtblau ist. Man kann es schon ganz leicht sehen und vielleicht auch erahnen. Wenn Wasser dazu kommt, dann lösen sich da leichte lila Partikel und dann habt ihr wirklich nochmal eine andere lila Fraktion da drin. Ich finde das immer ganz spannend bei den ABTs, wenn da Wasser zukommt, was die eigentlich noch so für kleine Farbgeheimnisse in sich tragen.
Hier haben wir auch einen rosa Ton mit drin im Vintage Set, aber ganz anders als beim Candy Set ist dieser rosa Ton wirklich ein schönes altes. Also es ist nicht direkt ein Altrosa, sowas ähnliches haben wir ja schon mal im Set gehabt. Aber dieses Set hat nochmal einen schönen dunklen Rosaton, also für Blüten und Blumen und Blumenranken eignet sich das wirklich sehr, sehr schön. Die nächsten beiden Farben kommen eben aus der dunklen Fraktion, dunkelgrau und braun, so ein leichtes Braungrau haben wir hier. Also sehr dunkel, aber auch wirklich nicht zu unterschätzen für Schattierungen oder eben halt auch für so kleine in den Federn oder den technischen Raffinessen. Und das helle Grau. Das mag ich sehr, weil dieses Grau ist wirklich ein Grau, was so einen sehr netten Schatten auch macht. Also nicht so einen kalten Schatten, sondern eben eher einen warmeren Schattenton. Dafür eignet sich dieser Grauton. Und damit habe ich euch einmal auf dem Bristol-Papier diese zwei Sets gezeigt. Und jetzt möchte ich euch natürlich noch ein bisschen mehr zeigen, nämlich wie die Farben sich natürlich auch verhalten, wenn das Wasser ins Spiel kommt. Dafür verwende ich jetzt ein anderes Papier, nämlich das Aquarellpapier, damit wir wirklich einen richtig schönen Farbverlauf gleich haben und ihr auch die Farben nochmal so in ihrem wunderbaren Spiel sehen könnt, was die so in sich tragen. Wer jetzt gerne mitmachen möchte, kann dies tun. Mir ist natürlich bewusst, dass ihr noch nicht die neuen Farben zur Hand habt. Aber vielleicht hat der ein oder andere von euch einige ABT-Stifte bei sich liegen. Vielleicht habt ihr sogar das Aquarellpapier. Wenn nicht, könnt ihr trotzdem mitmachen und das Ganze auch auf dem Bristol-Papier mitmachen, wenn ihr solch ein Papier dabei habt. Dann braucht ihr einen Bleistift und einen Rundpinsel und dann zeige ich euch jetzt, wie ihr sehr schnell und einfach einen Donut kreieren könnt. So, ich glaube, ich sehe hier irgendwie immer nicht so die ganzen Fragen. Einige kommen ja auch Fragen rein. Anna fragt gerade, kann man auf dem Aquarellpapier mit den Brushpens malen? Ja, das kannst du, aber nicht auf jedem Aquarellpapier. Da gibt es nämlich tatsächlich große Unterschiede. Dieses Aquarellpapier, was ich hier habe, ist satiniert und dadurch auch ganz glatt von der Oberfläche. Das heißt, der Brushpen, der ja diese synthetische Pinselspitze hat, der darf ja nicht verletzt werden. Und je glatter die Oberfläche ist, auf die er trifft, desto besser. Das heißt, auch bei dem Aquarellpapier immer darauf achten und gerne diesen Streicheltest machen. Wenn ihr merkt, dass es eine wirklich sehr schöne, glatte Oberfläche ist und sie sich eben halt auch sanft anfühlt, dann könnt ihr da auch mit den Brushpens drauf arbeiten. Wenn ihr aber merkt, sie ist rau und kratzig, dann niemals direkt mit den Brushpens darauf arbeiten. Ich zeige euch das einmal, damit ihr seht, dass ich tatsächlich den Brushpen direkt darauf verwende. Also das geht durchaus. Dass man also hier direkt mit dem Brushpen auf dem Aquarellpapier arbeitet. Und man kann natürlich auch noch mal mit einer anderen Farbe dazugehen. Noch ist ja auch kein Wasser im Spiel. Ich mache das aber direkt einmal. So, ich mache jetzt den Pinsel nass und gehe jetzt einmal über die Farben drüber. Dann könnt ihr auch sehen, man kann die ABTs, wenn man sie auf das Aquarellpapier gegeben hat, auch direkt anlösen. Ähm,
Ich werde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ihr irgendwie nicht alles sehen könnt. Es gibt, also ich zum Beispiel gerade habe meine Kommentare gerade ungefähr bis hier. Vielleicht habt ihr aus Versehen auf die Kommentarfunktion so doppelt geklickt. Dann werden die manchmal auch größer. Dann rutschen die oft auch mal höher in das Bild. Vielleicht dann auch noch mal ausprobieren. Ich kenne das wohl. Aber ich bin jetzt eigentlich schon so weit oben. Ich glaube, noch höher kann ich gerade nicht gehen. So, was ihr hier jetzt schon seht, ist, die Farben lösen sich wirklich super an. Ich bin jetzt beim Thema mehrmal geblieben und habe hier mal einfach so eine Welle konstruiert. Das ist jetzt ziemlich spontan so entstanden. Also die Farben lassen sich wirklich sehr gut ineinander mischen. Dennoch, so, das zeige ich euch jetzt mal, indem ich nochmal das hochhebe, könnt ihr, glaube ich, noch erkennen, dass, wenn man eben direkt mit dem Brush Pen auch auf dem Aquarellpapier arbeitet und es anschließend nass macht, dass man trotzdem diese Brush Pen Strukturen noch sieht. Und deshalb gibt es einen Trick und den möchte ich euch gerne vorstellen. Und zwar braucht ihr dazu so eine Blending-Palette. Diese hat eben eine Plastikoberfläche und auf diese Plastikoberfläche können wir jetzt die Farbe gleich drauf geben. So, jetzt noch mal ganz kurz zu dem Thema, was ich eigentlich wollte. Ich wollte ganz gerne ja mit euch einen Donut machen. Das heißt, wenn ihr jetzt also mitmachen wollt, dann braucht ihr jetzt als allererstes den Bleistift. Er sollte nicht zu hart sein, aber auch nicht zu weich. Ich habe mich hier für einen 2B entschieden. Schaut, dass ihr HBB oder 2B erwischt, wenn ihr jetzt nach einem Bleistift greift und mitmachen möchtet. Für den Donut, und das ist wirklich gar kein Hexenwerk, zeichnen wir uns einen Kreis. Und in der Mitte Loch. Und dann kann man direkt schon so, wenn man das ja so frei Hand macht, so ein bisschen aus drangieren, wo man so seinen Teig so ein bisschen hinpacken möchte. Aiki Illustration fragt gerade, ob diese Blending Palette bei den Stiften dabei ist. Nein, bei den Sets, bei den also Candy Set oder bei dem Vintage Set direkt ist es nicht dabei. Das Blending Set gibt es in dem Blending Kit. Da habt ihr dann einmal hier die Blending Palette dabei, einmal den N00, das ist dieser Blending Stift, der ja keine Farbe in sich trägt, und ihr habt einen Mister dabei, also einen Wasserzerstäuber. Da ist natürlich noch kein Wasser drin, das füllt ihr zu Hause selber nach, mit dem ihr dann besondere Aquarelleffekte erzielen könnt. Vielleicht machen wir dazu einfach irgendwann ein anderes Tutorial. Genau, also bei diesen Sets jetzt an sich ist nichts dabei. Aber du kannst natürlich, ich sagte ja gerade, ihr braucht nur eine glatte Oberfläche, die Verpackung dafür benutzen. Also du kannst auch direkt auf die Verpackung die Farbe gleich geben. Ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Wenn ihr den Donut gezeichnet habt, ich hoffe, ihr könnt ihn sehen, denn das mit dem Bleistift ist ja immer so eine Sache, den zu sehen, dann geben wir jetzt hier unsere Farben drauf. Habt ihr einen besonderen Wunsch? Ihr könnt jetzt wünschen, ob der Donut eher so Richtung Candy-Palette gehen soll oder ob ihr sagt, wir möchten gerne ein Vintage-Cupcake, wollte ich schon sagen, Donut haben. Könnt ihr gerne mal eben in die Kommentare schreiben, welches Set ihr gerne jetzt im Donut sehen möchtet. Candy kommt schon rein. Candy. Candy. Dreimal Candy. Ich bin Bremerin, dreimal ist Bremer recht. Okay, dreimal Candy. Also werden wir jetzt die Candy-Farben dafür verwenden. So. Ich schätze mal, ihr hättet ganz gerne eine pinke Glasur. Candy, 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 Candy. Wir können ja vielleicht mal pink machen, weil ich finde auch, die ist einfach sehr schön und leuchtend. Ihr hört es jetzt quietschen und der Stift geht gerade nicht kaputt, falls ihr das denken solltet, sondern die Farbe legt sich hier gerade wirklich wunderbar auf die Palette.
Dem Stift ist nichts passiert, die Farbe sitzt jetzt auf der Palette. Das wird unsere Glasur und ein türkises Frosting. Ja, finde ich auch immer gut. Türkis mag ich auch. Vielleicht machen wir gleich noch einen kleinen mit Türkis. Und für den Teig, was ich schon eingangs gesagt habe, könnt ihr super aus dem Candy Set die 910 verwenden. Also wie ich persönlich auch finde, ein sehr guter hautfarbener Ton. Und den geben wir hier auch drauf. Wer es ein bisschen dunkler im Teig mag, kann natürlich aber auch aus dem Vintage Set sonst ein wenig von der N49 nehmen. Dann wird es ein bisschen dunkler. So ist dunkel. Dunkle Schokolade. Noch ist nicht viel passiert, aber jetzt. Der erste Schritt ist, mit dem Pinsel nur ins Wasserglas zu gehen. Und das Wasser auf den Donut erstmal zu legen. Wie Sie sehen, sehen Sie wahrscheinlich fast nichts. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr jetzt mitmacht, immer so ein bisschen mit dem Licht schauen, wo habt ihr gerade schon Wasser auf die Fläche gegeben und wo noch nicht. Das dauert natürlich einen kleinen Moment. Also schön nass machen. Und mit nass meine ich auch wirklich, dass es glänzt. Also das Papier muss an der Stelle glänzen. Ja, du kannst die Farben auch ziemlich gut schon direkt auf der Palette mischen. Das geht auch. Also das mache ich auch ganz häufig. Zum Beispiel, wir können das ja mal gleich auch an einer Stelle machen. Wenn ihr aus dem Vintage Set den anderen, den dunkleren rosanen Ton nehmt, also dieses hier, dann könnt ihr euch nämlich eine wunderbare dritte Farbe in der Mitte mischen. Das zeige ich euch einfach mal eben hier in dem Bereich. Also aus beiden etwas hier rüber nehmen. Und dann kannst du dir auch eine Mischfarbe aus zwei ABTs anlegen. Wichtig ist dabei, dass man so ein bisschen experimentiert, welche Farben passen gut zusammen, harmonieren auch in einer Mischung. Ich zeige euch gleich nochmal, wie das dann aussieht. Jetzt habe ich natürlich meine Fläche schon nass. Also ich zeige euch mal eben einmal, hier könnt ihr es hoffentlich sehen, oben bei der Welle, die gerade so aus Jux und Dollerei entstanden ist. Hier ist die Mischfarbe. Nehme ich mal eben aus dem Candy Set den rosanen Ton. Setzt euch das einmal hier daneben. Das wäre Candy. Und jetzt kommt noch einmal der rosane Ton aus Vintage dazu. Da könnt ihr jetzt sehen, in der Mitte, das ist die hier unten gerade gemischte Farbe. So könnt ihr auch immer gut überprüfen, ob das für euch ja, funktioniert, ob ihr den Ton gut getroffen habt. Wichtig ist dann nur, wenn ihr diese Farbe, die Mischfarbe natürlich öfters verwenden wollt, dass ihr euch vielleicht dann auch entsprechend ein bisschen mehr schon anrührt. Wenn die dann mitten in der Koloration ausgeht, ist es sehr ärgerlich. Den genauen Ton wieder zu treffen, ist meist etwas schwierig. Ah, seht ihr, ich glaube, ich habe die Frage nicht gesehen darum, wie man sonst einen Donut, glaube ich, zeichnen kann. Genau, also wer sich nicht traut, freihand einen Kreis zu zeichnen, kann eigentlich alles zur Hilfe nehmen, was eine kreisrunde Form hat. Ihr könntet ein leeres Glas nehmen, einen Teller, eine CD, wenn es ein richtig großer Donut zum Beispiel werden soll. Genau, Planen auf Papier fragt gerade, ob es die Sets schon zu kaufen gibt. Ja, sie gibt es ab heute im Online-Shop bei Idee Kreativmarkt zu kaufen und morgen eben noch zu diesem Sonderpreis für 19,99 € und dann eben für den regulären Preis von 23,99 €. Genau, also du könntest, wenn der Livestream gleich zu Ende ist, Planen auf Papier, sofort auf den Shop klicken bei Idee Kreativmarkt oben im Profil und shoppen. So, jetzt muss ich noch mal ein bisschen meinen Donut wieder nass machen. Kleinen Moment, das geht jetzt relativ schnell. Weil der ist jetzt schon wieder gut getrocknet. Das ist nämlich hier im Raum relativ warm durch die Tageslichtlampen. So, der Donut ist wieder nass und jetzt geht's los. Damit die Glasur
Genau, wann kommen die in die Läden, wird gerade doppelt gefragt. Ja, ab dem 1.10. könnt ihr die auch bei Idee in den Läden, in den Filialen kaufen. Ab dem 1.10. Aktuell ist sozusagen nur der Online-Verkauf dann möglich. So, jetzt geht's aber los. Der Donut braucht Glasur. Was ich jetzt mache ist, ich nehme die Farbe, das hier rosa, was ich jetzt auf dem, oder das Pink, was ich jetzt auf dem Pinsel habe, ist der Ton aus dem Candy Set und ich tupfe ihn hier auf die Glasur. Ihr seht, das dauert immer einen Moment. Das Schöne ist, dadurch, dass ich tupfe und nicht streiche, haben wir diese schönen kleinen Wolkenbildungen. Es wirkt also nicht zu plan. Und ihr könnt dadurch auch immer mal wieder nachtupfen an den Stellen, wo es vielleicht zu hell geworden ist und noch was nachfüllen. Was ich jetzt mache ist, dadurch, dass ich ja jetzt gerade schon drei rosane Farbtöne auf dem Papier habe, werde ich doch einfach auch mal diesen Donut jetzt schon mit einem Farbverlauf von der Candyfarbe auf der einen Seite, das ist nämlich jetzt auch schon fast geschafft, einem kleinen Stück in der Mischfarbe und dann der Vintage-Farbe herübersetzen. Es wirkt jetzt natürlich auch so wie Koralle. Also ich finde ja auch, Koralle ist ein total toller Farbton. Also ihr seht, die verhalten sich. Ich weiß nicht, ob ihr das gleich sehen könnt. Das hier ist auf dem Bristol Illustration Paper der Candy-Farbton. Und jetzt natürlich mit Wasser verhält er sich ein bisschen anders. Also lasst euch davon nicht beirren. Viel ausprobieren, immer wieder dazu tupfen. Und natürlich, vielleicht haben sich das auch noch nicht einige getraut, ihr könnt natürlich auch direkt mit dem ABT in die nasse Fläche gehen. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, der ABT zieht sich auch das Wasser ein wenig hoch. Das heißt, er ist dann pastelliger. Und ihr braucht dann einfach nochmal so ein Schmierpapier und könnt da nochmal so ein bisschen ausstreichen. Und dann seht ihr, dass diese ersten Striche halt sehr leicht sind und dann kommt aber ganz schnell die Farbe wieder und dann könnt ihr nochmal was dazu tupfen. So habt ihr auch ganz schnell wie so Streusel da drin. Das könnte man natürlich jetzt, jemand hatte sich ja eigentlich ein türkises Frosting gewünscht, das könnte man natürlich auch mit den Blautönen machen. Dann habt ihr wirklich wie so Sprenkel, ne? Zuckerperlen, Sprenkel direkt im Donut drin. So, jetzt kommen nochmal unsere anderen Rosatöne zu. Ich würde jetzt in diesen gemischten Ton gehen. Den setze ich uns jetzt mal hier in das Ende so ein bisschen hier unten rein. Der fällt natürlich jetzt auch kaum auf. Da, jetzt wird er kräftiger. Immer so in leichten Tupferbewegungen. Das ist zwar mühselig, ist aber der schönere Effekt. Also nicht schnell, schnell. Aquarelltechnik ist nämlich nie schnell, schnell. Falls ihr Fragen dazu habt, zur Aquarelltechnik, könnt ihr die natürlich auch gerne stellen. Hier nochmal so ein bisschen den Rand nachschärfen. Das sieht doch hier oben schon richtig lecker aus, jetzt mit den Sprenkeln. So, jetzt kommen wir zu dem Vintage. Also ihr seht jetzt gleich einmal die Veränderung hier im Donut, ne, mit der Farbe. Jetzt kommt nämlich dieser Vintage-Rosaton dazu oder dieses Rosé. Und dann habt ihr mit diesen beiden Rosatönen innerhalb des Donuts schon einen total schönen Farbverlauf geschaffen. Es geht natürlich auch mit den anderen ABTs, aber ich muss gestehen, ich bin ein absoluter Fan von diesen zwei neuen Farbsets, weil man da sehr, sehr viele schöne Bild- und Lettering-Ideen mit umsetzen kann. Und die Farben, ich glaube, das kommt auch über die Kamera schon ganz gut rüber.
sind einfach sehr, sehr leuchtend. Ja, genau. Was meinst du, wie es mir, ich lese gerade, morgen muss ich mir wohl einen Donut kaufen. Was meinst du, wie es mir im März ging, als ich sehr viel Kuchen und Zuckerwatte und Bonbons illustriert habe? Also die ein oder andere Tafel Schokolade und das ein oder andere Kuchenstück gab es in dieser Zeit auch bei mir. Jetzt haben wir, kann ich ja hier nochmal so ein bisschen vielleicht verdeutlichen mit dem Bleistift ganz vorsichtig, hier einen Bereich, hier sitzt der Candy-Farbton. Candy hat die Nummer 803. Oh, jetzt habe ich natürlich reingegriffen. Hier ist Vintage aus dem Set, die 817. Und hier ist dann die Verschmelzung. Hallo 2112 fragt gerade, ob ich die Palette nochmal zeigen kann. Meinst du diese Blending-Palette oder meinst du diese Farbkarte, die ich gerade zu Anfang gemacht habe? Ich zeige gerne beides nochmal. Blending-Palette, Farbkarte. So, der Donut ist ja jetzt eigentlich noch nicht ganz fertig. Also ich hoffe, das war die Frage, hallo 2112, sonst gerne nochmal stellen, falls es falsch war. Für den Kuchenteig beim Donut löse ich mir jetzt also aus dem Candy Set diesen wunderbaren Ton an, den ich dann hier, diesmal streiche ich ihn tatsächlich drauf. Ich habe auch kein Wasser auf die Fläche gegeben, weil ich ja schauen möchte, dass der Kuchenteig sich auch zeigt an bestimmten Stellen, sich ein wenig abhebt. So. Ein Aquarellkit. Okay, was meinst du genau mit einem Aquarellkit? Du meinst so wie so ein Starter-Set, wo du quasi schon Pinsel drin hast und Farben? Sowas? Also wo du dich quasi gar nicht mehr darum kümmern müsstest? Dir das einzeln zu kaufen, fragt Mini. Oh Gott, ich hoffe, das war richtig. Also ein richtiges Starter-Kit ist mir ehrlich gesagt gerade so spontan nicht wirklich bekannt. Weil jeder braucht ja auch meistens irgendwie was anderes. Also ich würde an deiner Stelle vielleicht mal, wenn du jetzt an Tombow-Farben denkst, mir ein paar Tombow-Farben kaufen, vielleicht ja sogar eins der Sets, was dir gerade gefallen hat, vielleicht Candy oder Vintage, und würde einfach erstmal mit einem Pinsel beginnen und mit Aquarellpapier. Das findest du auch alles in den Idee-Filialen und auch im Online-Shop. So, My Little Sketchbook fragt, welche Aquarelle, worauf bezieht sich genau die Frage mit welche Aquarelle? Vielleicht nochmal bitte nachstellen, ein bisschen konkreter für mich. Oder es war eine Frage innerhalb der Community, was ich gerade in den Kommentaren nicht so mitgesehen habe. Aha, nee, die Palette ist nicht bei den Sets dabei. Die Blending-Palette ist in einem extra Set drin, nämlich in dem Blending-Kit. Und ihr habt natürlich, wenn ihr die Sets kauft, ist ja eine Plastikverpackung dabei. Die könnt ihr dafür auch nutzen. Also ihr könnt eben hier auch Farbe draufgeben und die dann mit dem Pinsel aufnehmen und auf das Aquarellpapier übertragen. So, die Fragen wurden schon innerhalb der Community beantwortet. Sehr schön, das freut mich, dass ihr euch da so schon mit Tipps und Tricks helft. Ja, genau. Du kannst sie auch absolut in Schichten auftragen. Du kannst sie trocknen lassen, kannst wieder drüber gehen. Das kannst du wunderbar machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Die verhalten sich genau wie alle anderen Aquarellfarben. Ihr habt es ja gerade schon genannt, zum Beispiel von Schminke. Genauso verhalten die ABT-Farben sich auch.
mit dem Unterschied, dass sie eben halt nicht lichtbeständig sind. Also wenn ihr sowas Schönes macht, dann würde ich euch immer zum Beispiel ein Fixativ empfehlen, dass die einfach ein bisschen länger halten. Aber ansonsten verhalten sie sich genauso wie andere Aquarellfarben auch. Sie sind natürlich im Auftrag und vor allem in dieser Übertragung von der Blending-Palette aufs Papier immer ein bisschen ja, lichter, also sozusagen schon ein bisschen pastelliger. Das liegt einfach auch daran, weil die Stifte natürlich schon in einem besonderen gemischten Farbton ankommen. Aber das könnt ihr auch gerne testen. Ich experimentiere auch immer noch, welche Farben gut zusammen harmonieren und was da an Kombination gut aussieht. Dann fragt About Art Stories, ob die Bleistiftstriche stehen bleiben. Also jetzt aktuell in diesem Moment ja, weil sonst ihr nichts mehr seht. Ich habe tatsächlich mit dem 2B-Bleistift etwas intensiver aufgedrückt auch, damit ihr es gut lesen und auch sehen könnt. Aber der Trick dabei ist, den Bleistift so leicht wie es nur geht über das Papier zu führen. Also so, dass du es eigentlich kaum siehst. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst dann deine Vorskizze direkt wegradieren, so dass du es nur noch ganz leicht wahrnimmst, wie so einen Schatten. Also ich kann jetzt einmal hier so ein bisschen andeuten, ne, dass man es noch so ein bisschen erahnen kann, was man da sich ja für einen Raum gegeben hat, wie vielleicht das Lettering positioniert ist oder die Illustration. Dann kannst du es so machen oder aber, wenn du schon so leicht sozusagen den Bleistift nur auf dem Papier bewegt hast, dann würde ich dir empfehlen, wenn du drüber gearbeitet hast und es ist alles trocken, dann nimmst du ein ganz, ganz weiches Radiergummi. Bloß kein hartes Radiergummi, weil das verletzt immer die Papieroberfläche. Nimmt dir auch zu viel von der Aquarellfarbe weg. Und das möchtest du ja nicht. Da würde ich dir also immer ein leichtes Radiergummi für empfehlen. Ich persönlich benutze das hier immer. So, welche Fragen habe ich noch nicht beantwortet oder noch gerade nicht gesehen? Pami Style sagt, sehr schöne Farben. Das freut uns natürlich, dass euch die Farben gefallen. Mir wurde gerade schon eine Privatnachricht geschickt. Nein, mir nicht. Jemandem anders auch gut in der Community. Genau. IK Illustration fragt, ob Haarspray funktioniert. Ja, für den Anfang würde Haarspray funktionieren. Jetzt kommt aber das Aber, ein sehr großes Aber. Haarspray hat leider die Funktion oder den Effekt, dass es im ersten Moment der Lack sich super drüber legt. Es kann aber die Farben verändern und einen leichten Gelbstich hinein projizieren. Von daher, wenn du wirklich was von deinem Aquarell haben möchtest, dann frag mal im Fachhandel nach und dann wird dir auch ein Profi-Spray empfohlen werden können. Der weiße Streifen auf dem Donut. Ja, das ist eine wirklich gute Frage, die Marie S36 da gerade gestellt. Und vielleicht habt ihr euch das auch schon gefragt, wie ich das hinbekommen habe. Moment, irgendwo habe ich nochmal so einen Donut, den ich dafür nochmal zeigen kann. Genau, ihr seht einmal hier die weiße Linie und ihr seht hier weiße Sprenkel drin. Auch da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erste ist, ihr zeichnet euch den Donut so genau auf, dass ihr nur in den Bereichen aquarelliert, die eben Farbe bekommen sollen. Das wäre Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Es gibt von einer anderen sehr großen Firma ein sogenanntes Rubbelkrepp. Das ist ein flüssiger Kleber, der ist blau eingefärbt. Den kann man sich zuvor auf das Papier legen und dann mit der Aquarellfarbe drüber arbeiten. So entsteht das. Und dann gibt es noch eine andere Firma und man kann natürlich auch solche Effekte drüber geben. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ansonsten in der Community, die wissen das ja auch alle. Ach, seht ihr, da kommen ja schon die Antworten. Wunderbar, da wurde ja schon genannt. Genau, Hairspray bitte nicht nehmen. Ihr seht, ich komme mit diesen Fragen gar nicht hinterher. ja, Marie, genau, das Fixativ, genau das ist es. Ja. Wunderbar, euch gefällt das alles, das freut mich. Genau, mit Wasseracrylfarben kannst du es natürlich auch versuchen nachzumachen. Und Mara Lou voll verlettert fragt, wer denn da eigentlich spricht. Ja, hi,
Ich bin Melanie und heiße hier bei Instagram Fräulein Süßholz. Ihr werdet mich gleich auch nochmal von vorne sehen. Das Video bleibt übrigens 24 Stunden gespeichert. Das habe ich noch nicht erwähnt. Ihr könnt es euch also auch nochmal im Nachgang anschauen. So, jetzt haben wir hier also einmal den Donut. Und ihr habt ja gefragt, ob ich einmal alle Farben auch, ähnlich wie die Farbkarte, nochmal mit dem Wasser vermalen kann. Das würde ich jetzt ganz gerne machen, dass ihr das einmal seht, wie sich die Farben verhalten. Und ich beginne nochmal mit dem Candy Set. Wir fangen nochmal mit diesem wunderbaren Blautönen an. Und ich schreibe einmal noch immer darüber, welche Nummer das ist. Und da wir Rosa schon hatten, markieren die jetzt einmal das Set. So, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich mache jetzt mal eben als allererstes alle Farben aufs Papier. Das ist immer noch das Aquarellpapier von Tombow. Okay, das könnt ihr, glaube ich, gerade nicht sehen. Das muss ich nochmal mit meinem Bleistift nachschreiben. Das ist einfach zu hell. Und da wir bei Candy schon relativ viel gerade hatten, das ist das Gute, ihr hattet es euch ja gewünscht, haben wir jetzt eigentlich nur noch 4 Farben aus dem Set, die wir jetzt einmal mit Wasser verdünnen, damit ihr sie sehen könnt. Da ist es. Und los geht's. Wir starten mit 403. Einfach ein bisschen, auch wenn ihr zu Hause sowas ausprobiert, nur ein bisschen Wasser, oben immer die Originalfarbe stehen lassen und das Ganze sich nach unten so ein bisschen verlängern, ziehen. Dann könnt ihr das gut sehen. In der Mitte hier haben wir jetzt die 131. Das ist dieses leuchtende Grün. Hat natürlich auch einen Gelbanteil dabei. Dann kommen wir zu diesem meiner persönlichen Lieblingsfarbe, nämlich dieses Light Mint. Das finde ich super, aber ich esse natürlich auch gerne Pfefferminzschokolade. Und da wären wir auch wieder beim Thema Candy. Und dann habt ihr hier auch nochmal das helle Blau. Denkt daran, je intensiver die Farbe ist, desto länger könnt ihr mit ihr arbeiten, desto intensiver sitzt sie auch auf dem Papier. Je leichter sie ist, und das könnt ihr sehr gut schon bei diesen letzten 3 Farben sehen, die sind einfach schon total hell von Natur aus, direkt so, wie sie aus dem Stift kommen. Wenn ihr Wasser dazu gebt, dann werden sie natürlich noch heller. Auch da gilt es immer, etwas auszuprobieren. So. Genau, mein Little Sketchbook fragt, ob es glattes Aquarellpapier ist. Ganz genau, das nennt sich dann satiniertes Aquarellpapier. Ja, man darf mich duzen. Also hier ist immer das Du. In Workshops sowieso, grundsätzlich. Das wäre das Candy Set. Ich mache jetzt mal eben hier daneben noch das Vintage Set. Und Rosa haben wir ja auch eben schon verwendet. Darum werde ich da eben einmal mit nur schreiben. Damit ihr wisst, wo was ist. So, und dann fehlen für Vintage diese 5 Farben noch, die ich euch jetzt mal eben hier auch noch mal in dieser Farbskala setze. Natürlich haben wir bei Vintage sehr intensive Farben. Das heißt, die könnt ihr euch im Aquarell auch sehr viel länger ziehen. Und die sind wirklich auch satt, wenn ihr mit denen arbeitet. Grundsätzlich gilt immer viel ausprobieren, sich immer bewusst machen, wofür man die Farben braucht, was man damit zeigen möchte. Und N49. Und jetzt kommt das Grau, das ja eben auf dem, ich zeige euch das gleich nochmal hier, auch hier so schön stand und auch geleuchtet hat. Also ihr seht, die Farben sind alle sehr, sehr kräftig im Vintage-Set. Und das zeige ich euch jetzt natürlich auch nochmal mit Wasser angelöst. Plan auf Papier sagt, ich habe eine total schöne Schrift. Vielen Dank, das freut mich. Dabei ist das gerade hier alles Handschrift und keine Lettering-Schrift oder so. Also es ist keine Script-Schrift, sondern meine eigene.
Aber vielen Dank für das Kompliment, das freut mich natürlich. So, ihr seht schon, die erste Farbe, wo ich sagte, da ist so ein leichter Grünton drin, wenn ihr ihn direkt aufsetzt. Sobald das Wasser ins Spiel kommt, seht ihr, es ist wirklich ein ganz, ganz kräftiges Türkis. Das macht unglaublich Spaß. Die 407 ist ein kräftiger Blauton. Und jetzt kommen wir zu meiner wirklichen Favoritenfarbe. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, was ich jetzt sehen kann. Nämlich, wie sich dieser Ton, die 569, auf dem Aquarellpapier verhält. Und sobald das Wasser ins Spiel kommt, fängt diese Farbe an zu leuchten. Und sie kriegt diesen Touch ins Lila. Das ist so fantastisch. Ich liebe das, mit diesen ABTs zu spielen und zu schauen, was die eigentlich noch für Farben preisgeben. Bei der N49 seht ihr, das ist wirklich ein schöner, warmer Grauton, den man sich jetzt hier runterzieht. Und, ach, seht ihr, bei dem letzten habe ich es vergessen. Hat jemand wahrscheinlich schon in die Kommentare geschrieben, oder? Die N52, der Grauton. Das ist ein kühlerer Grauton, aber wie gesagt, für Schatten ist der super, weil der auch leicht ist. Und da ist er auch schon. Diesen Schatten oder diese Schattenfarbe kann man wirklich super auch nochmal hier ansetzen. Und damit wir nochmal alle Techniken ganz kurz im Vergleich haben, gebe ich doch einfach nur mit dem Stift einmal ein bisschen Farbe hier drauf. In die Region, wo denn Schatten sein soll. Ist natürlich jetzt hier noch ein bisschen nass. Legen wir eben ganz kurz Papier drunter. Einfach direkt auf dem Aquarellpapier hingehen und das Ganze anlösen. Und dann habt ihr auch schon einen Schatten. Ja, die Blautöne sind wirklich unglaublich schön, das finde ich auch. Ich mag sie alle. Ja, okay, ich kann keinen Favoriten wählen, ich bin auch voreingenommen. Aber ihr könnt das ja tun. Ihr könnt wählen, ihr könnt beide kaufen, ihr könnt nur ein Set kaufen. Und dann könnt ihr gerne mir und oder auch Tombow oder auch Idee sagen, welches vielleicht eure Lieblingsfarbe ist. Das wäre doch ganz spannend zu erfahren, welche ihr gerne sehen oder als eure Lieblingsfarbe empfindet. Ja, ich werde gerade aufgefordert, noch etwas zu lettern. Das mache ich doch sehr gerne. Das heißt, ein kurzer Blick noch auf Donut und Co. Und gehe wieder zurück zum Bristol Illustration Paper. Chaos-Tante Karin fragt gerade, was ich denn für ein Papier benutzt habe. So, das zeige ich jetzt noch mal einmal ganz schnell. Das hier ist das Aquarellpapier, was ich genutzt habe gerade eben. Und Moment, da kommt es. Dieses Papier benutze ich jetzt, wenn ich wirklich ein Lettering machen möchte. Und um einfach dabei zu bleiben, beim Thema Donut. Also, ich glaube, jetzt nehmen wir einfach mal die Blautöne. Ihr wolltet so gern die Blautöne noch sehen. Machen wir das doch. Ich hoffe, man kann mich jetzt hier gut über die Kamera sehen. Ja, okay, gut. Alle können gucken, hoffe ich. Es geht los. Also ihr seht, es ist der ganz normale ABT-Stift, mit dem ihr wahrscheinlich, wenn ihr ihn schon besitzt, in Schwarz haben werdet, in der N15. So. Aufwärtsstriche habt ihr vielleicht gerade bemerkt, ne? Ohne Druck führen, ganz langsam, kontrolliert die Schritte durchgehen. Wenn ihr oben angekommen seid beim Buchstaben, dann gebt ihr langsam die Kraft hinzu und geht nach unten zurück.
Und als letzte Farbe nehmen wir noch mal den Grünton. Den hatten wir nämlich heute noch so gar nicht. Ja, dieses Mint. Sag ich ja, dieses Mint. Ich bin auch ein Mint-Fan. So. Und ich hoffe, ihr könnt es gleich sehen. Weil wie gesagt, die ist ja auch sehr, sehr hell. Natürlich jetzt so spontan losgeschrieben. Das hätte ich besser im Querformat getan. Aber das ist live. Ja, so ist das eben. Ihr könnt natürlich, wenn euch etwas zu lasch ist, auch immer noch wieder nachgehen. Ne? Ihr könnt immer wieder noch mal hinzufügen, zum Beispiel hier oben noch mal so ein bisschen dunkler werden, oben aufgesetzt. Ihr könnt mit einer anderen Farbe hinzugehen. Und wenn ihr dann nämlich zum Beispiel den Weißen, also der gar keine Farbe hat, mit ins Boot holt, dann könnt ihr auch noch mal den dunkleren Farbton hineinblenden. Das könnt ihr natürlich auf dem Bristol Illustration Paper wunderbar machen. Also da kann man auch in einer und derselben Farbe blenden. So, jetzt sind noch ein paar Fragen reingekommen. Und zwar, Moment. Okay, also das ist ja schon eine sehr, sehr, My Little Sketchbook, eine sehr wichtige Frage. Es hat natürlich was mit Komposition zu tun. Also man denkt sich ja immer so eine gewisse Grundlinie mit, auf der man das Ganze dann schreibt. Du kannst dir aber auch immer mit dem Bleistift Linien vorzeichnen und dann auf diesen schreiben. Denk auch dabei daran, ganz leicht nur die Linien aufzusetzen, damit du die dann anschließend auch wieder wegradieren kannst. Ich versuche es nach Möglichkeit gerade jetzt so bei live und spontan, das aus so einem Schwung herauszuschreiben. Genau. Die Stifte heißen ABT, also Airbrush Twin von Tombow. Und wir stellen hier gerade die beiden neuen Farbsets vor, nämlich die Farbsets Vintage und Candy. Und ich höre heraus, dass Candy schon ziemlich beliebt ist und beim vielen weiß ich aber auch schon in den Kommentaren gelesen zu haben, dass sie sich beide kaufen werden. So. Nein, Pifrax 42 fragt gerade, ob die lichtecht sind. Nein, diese Stifte sind nicht lichtecht. Sie verlieren ihre Farbe. So. Das wären die beiden Sets. Habt ihr noch Fragen? Etwas, was ich noch nicht beantwortet habe? Etwas, was vielleicht untergegangen ist gerade eben? Vielen Dank, liebe Franzi, dass du mir das sagst. Ich finde es schön, dass ich so viele bekannte Gesichter hier auch gerade sehe auf dem Account. Ja, das ist nochmal eine gute Frage. Nö, das ist also für die Kosten, das beantworte ich sehr gerne. Ich kann das vielleicht nochmal hier auch sonst schön aufschreiben. Also heute und morgen habt ihr sozusagen das exklusiv. Boah, da fliegen schon die Stifte, weil die sich darüber so freuen. Nämlich für 19,99 €. Aber eben halt auch nur dort, auf diesem Account. Beim Idee Kreativmarkt. Das ist die besondere Aktion. Ihr könnt diese beiden Sets eben für 19,99 € kaufen. Normalerweise kosten diese Sets eben 23,99 €. Aber heute ist dieser besondere Tag. Wir stellen euch die heute vor, ganz exklusiv. Und ihr könnt sie online beim Idee Kreativmarkt jetzt kaufen. Das heißt, der Livestream wird gleich beendet und dann brechen wahrscheinlich die Server dort zusammen. Hoffen wir zumindest. So, noch ein paar Fragen oder habe ich irgendwas ersehen? Kostet es? Ah, das weiß ich leider nicht, aber diese Frage könntest du sonst auch nochmal, My Little Sketchbook, vielleicht unter das Bild posten, beim letzten Bild von Idee Kreativ und dann kann man das beantworten. So.
Jetzt zeige ich mich nochmal. Also für alle, die später eingeschaltet haben, so sehe ich aus. Ich bin Melanie, Fräulein Süßholz hier auf dem Instagram-Profil. Und das war das große Shoutout und Release von diesen neuen Produkten und diesen neuen Farben. Und wir sind jetzt total gespannt, ob die Server zusammenbrechen oder nicht, weil ihr sie alle shoppt. Und bitte, wenn ihr sie geshoppt habt und sie sind bei euch angekommen, dann lasst es uns doch bitte wissen. Verlinkt das Ganze in eurer Story oder macht einen schönen Post auf eurem Feed, dass wir es sehen können. Vielleicht ja sogar schon mit ersten Ergebnissen. Vielleicht überschwemmen wir die Instagram-Welt ja jetzt mit Donuts. Das wäre total schön. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr so tolle Fragen gestellt habt. Ich hoffe, ich habe alle beantworten können. Falls das untergegangen sein sollte, die eine oder andere Frage, könnt ihr gerne mir schreiben. Ihr könnt euch an Tombo wenden, ihr könnt euch an Idee wenden. Und jetzt wünsche ich frohes Shoppen. Ah nee, noch eine kleine letzte Sache. Es gibt nämlich noch eine Besonderheit. Also zwei Dinge noch. Erstens, am Freitag geht die Glamour Shopping Week los. Und ihr könnt bei Idee auch shoppen. Und zwar, und ich hoffe, Moment, jetzt muss ich meinen schlauen Zettel haben, ich will nichts Falsches sagen, 20%. Das heißt, wer die Glamour Shopping Week Card hat, kann ab Freitag für 20% shoppen. Und das Zweite, ab dem 1.10. in den Filialen von Idee und ab dem 1.10. auch bei Tombow, die neuen Farben. Wir freuen uns auf eure Ergebnisse. So, aber jetzt, frohes Shoppen. Schönen Abend!